Foodtrucks liegen voll im Trend. Mittlerweile rollen die mobilen Küchen quer durch Deutschland. Kreatives, gesundes Streetfood vor Ort. Wir sind kleine Mini-Restaurants, wir kommen von A nach B, wir kochen frisch, schnell, lecker, ehrlich. Hotdogs waren gestern. Heute gibt's Kichererbsen-Curry und vegetarisches Fingerfood. Reporter Fero Andersen blickt einen Tag hinter die Kulissen eines Foodtrucks. 150 Gäste wollen essen. Jetzt schmeißen wir mal den Grill an. Jeder Handgriff muss sitzen. Und Fero ist der Lehrling. Schmeckt's euch? Ja! Das war aber eindeutig. Ja! Heute in Gesundheit mit dem Foodtruck unterwegs. Unsere weiteren Themen. Überfüllte Notaufnahmen, werden nun Patienten weggeschickt? Legal Highs, besonders in Bayern sind die Partydrogen verbreitet. Der Pups, nicht peinlich, sondern natürlich. Mann, ist das früh. 5.30 Uhr, da drehe ich mich normalerweise noch mal um. Heute muss ich ran. Ich helfe in einem Foodtruck als Küchenhilfe mit, und zwar bei Familie Ringler. Und damit herzlich willkommen und schönen guten Morgen bei Gesundheit. Seit 2 Jahren betreibt die Familie neben ihrem Imbiss in München einen Foodtruck. Chef Martin Ringler erwartet mich bereits. Ein Großauftrag steht an. Heute haben wir viel zu tun, Action. Über 100 Leute im Foodtruck zu versorgen, also wir brauchen Hilfe. Wo ist der Foodtruck? Der kommt gleich. Der Bruder ist sozusagen auf dem Weg hierher. Okay. Aber jetzt müssen wir erst mal kochen. Deswegen haben wir eine Schürze für dich. Das geht ja gut los. Warte mal, ja? Hops, rein mit dir. Dankeschön. Kann losgehen. Kann losgehen. Attacke. Dir nach. Und das soll's geben. Vegetarische Schnittchen, Quinoa-Salat, Kichererbsen-Curry sowie Ochsenfetzen-Semmeln. Und als Dessert ein Dinkel-Rüblikuchen. Es ist 6 Uhr. Die frische Ware wird geliefert. 200 Bio-Krustensemmeln und 60 Kilogramm Ochsenfleisch. Die Lebensmittel stammen von regionalen Betrieben. Natürlich darf das frische Gemüse nicht fehlen, für das Curry und die Aufstriche. Currybude ist ja jedem irgendwie ein Begriff, wenn du das mit einem Foodtruck vergleichst. Kennt noch nicht jeder. Ja. Sind da Parallelen oder ist das völlig anders? Das ist was völlig anderes, muss man wirklich sagen. Das ist eine Weiterentwicklung einfach in der heutigen Zeit. Die Gäste legen auf das Wert. Ja. Die wollen einfach wissen, Produkte, was sie essen. Ja. Und der Foodtruck ist praktisch, Currybude ist gut, das war 80s, jetzt sind wir aber schon einen Schritt weiter. Auf geht's. Das geht alles in die Küche? Ja. Geh mal zur Valerie. Junge. Jetzt hast du mir das Schwerste hier gelassen. Nee, Ivo, das geht schon. Und gleich geht's weiter mit mir als Küchenhilfe. Überfüllte Notaufnahmen. Mit einem Kurzcheck soll künftig abgeklärt werden, ob ein echter Notfall vorliegt. Die Notaufnahmen platzen aus allen Nähten. Patienten müssen oft stundenlang warten. Ärzte und Pfleger sind überlastet. Die Warterei ist einfach zu nervig. Als ich drin war, sind einige dann abgewiesen worden, weil es zu voll war. Mit Schmerzen ist es dann nicht so angenehm. Ich hatte auch hohes Fieber. Doch das soll sich ändern. Mit einem kurzen Check sollen Ärzte abklären, ob wirklich ein Notfall vorliegt. Falls nicht, wird der Patient weiterverwiesen. Was? Die Patienten sollen weggeschickt werden? Das wird ja aber richtig, weil doch jetzt viel zu viele Leute gehen. Dann gehe ich dahin, eben weil ich das Gefühl habe, mir geht's richtig schlecht und dann möchte ich da auch behandelt werden. Andreas Hüfner leitet die Notaufnahme im St. Josef Krankenhaus in Regensburg. Gerade kommt eine junge Frau herein. Sie klagt über starke Schmerzen im oberen Bauch. Ein klarer Notfall. Doch laut Statistik sind knapp die Hälfte der Patienten, die in eine Notaufnahme gehen, hier an der falschen Adresse. Mit einer Magenverstimmung, leichteren Beschwerden ist man sicher erstmal beim Hausarzt oder beim Bereitschaftsdienst besser dran, auch an banaler Schnupfen, Halsschmerzen. Um die Notaufnahmen zu entlasten, gibt es ab 1. April die sogenannte Abklärungspauschale. Ab dann soll es so laufen, wenn ein Patient kommt. Ich habe jetzt seit 3 Tagen wirklich Halsweh und mir geht es einfach ganz schlecht. Wenige Fragen, kurz untersuchen. Dann muss der Arzt entscheiden, ob Notfall oder nicht. Er hatte jetzt natürlich die Zeichen eines grippalen Infektes. Wahrscheinlich nichts Gefährliches. Aber mit so einer kurzen Untersuchung und Befragung kann man das nicht hundertprozentig sagen. Es könnte dahinter auch mal eine Meningitis stecken, also eine Hirnhautentzündung, die ähnliche Symptome am Beginn machen kann.
Für diese Abklärung bekommt das Krankenhaus künftig eine Pauschale, 4,73 Euro. Nachts 8,42 Euro. Das sind gerade mal 2 Minuten Arztzeit. Ich habe da schon Bauchschmerzen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Arbeitsweise ist nicht das, was wir von uns selbst auch erwarten als Arzt. Patienten kommen zu uns, weil sie Sorge haben, meistens ja doch eine schwere Erkrankung zu haben. Sie sind sich unsicher, sie sind Laien. Und dann stehe ich eigentlich schon in der Pflicht, ihm die Sorge zu nehmen. Wie schnell eine Erkrankung falsch eingeschätzt werden kann, das hat Barış Gelia am eigenen Leib erlebt. Es ist der 12. Januar. Er friert und schwitzt, zittert am ganzen Körper. Seine Freundin Anna verständigt schließlich den Rettungsdienst. Sie sind gekommen. Sie haben gleich entschieden, dass es diese 2 Minuten, sie haben gleich entschieden, dass es Grippe ist. Was die Ärzte in dieser kurzen Zeit nicht erfahren, Barış war vor kurzem in Afrika. Und dort hat er sich mit Malaria infiziert. Barış geht es immer schlechter, bis Anna mit ihrem Freund in die Notaufnahme fährt. Hier dauert es noch mal 1 Stunde, bis ein Arzt kommt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Malaria breitet sich immer weiter aus. Bis ein Arzt endlich die richtige Diagnose stellt, ist es fast zu spät. Der Zustand ist sehr kritisch. Ob er überlebt heute oder nicht, wissen wir das nicht. Es ist knapp, aber Barış überlebt. Wenn er hört, dass Patienten in Zukunft nur kurz gecheckt und vielleicht abgewiesen werden, dann kann er nur den Kopf schütteln. Verrückt einfach, dass keiner wenigstens Blut abgenommen hätte. Da wäre es ja schon klar gewesen, dass Malaria. Und dann mit ein paar Tabletten daheim wäre die Sache eigentlich schnell vorübergegangen. Doch nicht nur Patienten und Ärzte sind beunruhigt. Auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft kritisiert die Abklärungspauschale. Für so eine Abklärung und eine Untersuchung einen Betrag von 4,70 Euro anzubieten, der auf einer Kalkulation von 2 Minuten beruht, das halten wir für einen Affront. Von allen Seiten hagelt es Kritik. Doch wer wollte diese Pauschale dann? In einem Ausschuss erarbeiten die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, wie man die Notaufnahmen entlasten könnte. Gegen die Stimmen der Deutschen Krankenhausgesellschaft wird die Abklärungspauschale beschlossen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verteidigt ihren Beschluss, er sei gut für die Patienten. Also ich würde sagen, dass der Patient immer dann am besten versorgt ist, wenn er zur richtigen Zeit beim richtigen Arzt ist. Und das ist, wenn er nicht wirklich ein Notfall ist, keinesfalls eine Notaufnahme, sondern das wäre dann immer ein Arzt, der auch entsprechend sich Zeit nimmt, der vertraut ist, den man vielleicht auch schon kennt. Und natürlich ist es besser, wenn die notarztdiensttuenden Ärzte wirklich Zeit haben für echte Notfälle. Dass die Ärzte mehr Zeit haben, dafür können auch die Patienten etwas tun. Auf der Homepage der Notaufnahme von Dr. Hüfner wird erklärt, wann man hierher kommen soll. Ansonsten ist der Bereitschaftsdienst zuständig, unter der Nummer 116 117. Auch ein wichtiger Schritt? In Bayern gibt es immer mehr Bereitschaftspraxen, die direkt an den Kliniken sind. So findet sie der Patient einfacher und es hilft, die Notaufnahmen zu entlasten. Ob die Abklärungspauschale auch dazu beiträgt, das wird sich ab 1. April zeigen. Ich bin heute zu Besuch bei Familie Ringler. Die Foodtrucker bereiten heute mit mir gemeinsam ein Essen für 150 Büroangestellte vor. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen, kümmern uns jetzt, Valerie, um die Aufstriche. Was gibt es heute? Also wir haben heute die Schnittchen mit den vegetarischen Aufstrichen. Wir haben hier zum Beispiel Avocado mit Limette, dann haben wir hier ein Rote Beete. Es ist 7 Uhr und die Zeit drängt. In einer Stunde kommt der Foodtruck. Valerie und ich bereiten den Paprika-Feta-Aufstrich zu. Jetzt müssen wir dann schon mal ein bisschen Gas geben. Also immer noch schneide ich nicht, aber ja. Feuer. Für die Würze sorgt das Aiwa, ein Auberginen-Paprikamus. Rund 200 Schnittchen müssen bestrichen werden. Was ist denn bei euch eigentlich so das Gesunde an den Speisen? Also jetzt zum Beispiel hier bei unseren Schnittchen, da haben wir auf jeden Fall kein Weizenmehl. Da haben wir ein sehr, sehr gutes Roggenbrot, weil das ja auch ganz oft eine Unverträglichkeit ist, dieses Weißmehl. Dann diese Aufstriche, zum Teil laktosefrei. Da gibt es dann also zum Beispiel den Hummus, dann, das ist gleich mal komplett vegan.
Nun ist das Kichererbsen-Curry mit roten Linsen und Gemüse dran. In dem Gericht stecken viele Vitamine und Ballaststoffe. Fleißig rühren. Sorry die Störung, ne, aber der Chris kommt gleich mit dem Truck, also ein bisschen Gas geben. Danke. Ja. Gut, dass er es sagt. Und da kommt er schon. Die Aufgaben sind bei Familie Ringler klar verteilt. Den Chuck fährt ausschließlich Martins Bruder Chris. Aha. So, da ist das gute Stück, das ja? Ein geiles Teil. Servus. Chris, grüß dich, hallo. Hi. Komm raus zu uns. Also ist ein ehemaliges Fahrzeug von der US Army, 7,5 Tonnen, richtig Bums unter der Haube. Der ist komplett autark, das heißt, wir können auf die grüne Wiese theoretisch und können da loslegen. Wir haben Wasser dabei, Stromaggregat, Abwasser, was du halt brauchst, damit du dich irgendwo hinstellen kannst in die Walachei und loslegen. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Ich muss nun beim Beladen kräftig mit anpacken. Gleich ist Abfahrt. Legal heiß. Sie sind besonders in Bayern verbreitet. Jetzt gibt es ein Verbot für die Designerdrogen. Sie haben den harmlosen Namen Räuchermischungen oder Badesalze. Aber darin sind Partydrogen. Sogenannte Legal Highs, synthetisch hergestellte Stoffe, die so neu sind, dass sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Diese neuen psychoaktiven Stoffe heißen zum Beispiel Katinone oder synthetische Cannabinoide. Sie sollen die Wirkung von Cannabis imitieren. Ein Gesetz namens NPSG soll jetzt den Konsum der Legal Highs stoppen. Rosi Steffens surft immer noch mit gemischten Gefühlen im Internet. Monatelang war das der Weg, um an sogenannte Kräutermischungen und Badesalze zu kommen. 2-3 Klicks und wenige Tage später waren die Substanzen zu Hause. Erschreckend ist mir mittlerweile schon, weil ich ja weiß, wie diese Legal Highs wirken und wie die Ohren kaputt machen. Also es schockiert mich ja, dass immer wieder und immer wieder immer mehr so Internetseiten gibt. Früher rauchte sie Cannabis. Als sie hörte, dass es künstlich hergestellte Stoffe gibt, die ähnlich wie Cannabis wirken sollen und legal sind, fing sie an. Süchtig war sie schnell. Sie wäre beinahe gestorben. So sah Rosi Steffens damals aus. Also, wo ich da ins Koma geflogen bin, das war schon übel. Ich habe echt Glück, dass ich da aufgewacht bin. Sonst, glaube ich, hätte er mich geholt und war jetzt nicht da. Und das hat mich halt zum Denken gebracht. Da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Ich habe schon Angst gehabt, also. Sie kam hierher, ins Klinikum Ingolstadt. Patienten wie sie werden regelmäßig von Dr. Gero Bühler behandelt. Und er stellt fest, es werden immer mehr, die wegen einer Überdosis von Legal Highs in die Notaufnahme eingeliefert werden. Es gibt Todesfälle. Man kann dran versterben. Wir wissen, dass es einerseits Mechanismen gibt, die zu was führen, was wir auch als Herzinfarkt kennen oder was wir als Schlaganfall kennen, dass durch die Substanzen die Blutversorgung an den Organen so gestoppt wird, dass diese Phänomene auftreten. Auch Professor Volker Auwärter weiß, wie gefährlich Legal Highs sind. Er ist forensischer Toxikologe und analysiert seit Jahren die neuen psychoaktiven Stoffe. Regelmäßig bestellt sein Team Legal Highs auf Websites wie diesen. Sie stellen fest, dass die Inhaltsstoffe der Päckchen stark variieren und somit auch ihre potenzielle Wirkung. Der Konsument kann das ja nicht erkennen, wie rein der Stoff ist und welcher Stoff drin ist und kann letztlich nur durch Ausprobieren sich da herantasten. Und das macht die Sache eben besonders gefährlich, noch gefährlicher eigentlich als die klassischen Drogen. Die aktuelle Bestellung seines Teams umfasst 7 Kräutermischungen und Badesalze. Welche Stoffe sich genau darin befinden, steht nicht drauf, mit einer Ausnahme. Im Labor werden die Päckchen analysiert und auf verschiedenste Substanzen hin getestet. Das Ergebnis? Schockierend. In einem Päckchen sind Legal Highs Stoffe. In 5 Tütchen sind sogar illegale Drogen. Die Ergebnisse sind entsprechend dem, was wir häufig sehen, wenn wir in entsprechenden Shops bestellen. Wir haben einerseits Stoffe, die nach dem Betäubungsmittelgesetz schon illegal sind, also klassischen Sinn verbotene Drogen. Zum anderen haben wir aber auch Stoffe, die unter dem Begriff Legal Highs zusammengefasst werden können, die also nicht vom Betäubungsmittelgesetz erfasst sind. Und schließlich gibt es dann Produkte, in denen tatsächlich nur legale Stoffe enthalten sind, wie in dem Fall hier in einem Produkt, in dem Koffein enthalten war als einziger Wirkstoff.
Dass Päckchen der gleichen Marke unterschiedliche Wirkung haben können, hat auch Patrick erlebt. Er will anonym bleiben. Er ist in der Tagesklinik des Isar-Amper-Klinikums Fürstenfeldbruck. Auch er hatte nach dem Konsum von Legal Highs Blackouts und wachte in der Intensivstation auf. Aber er hatte auch Halluzinationen. Ja, zum Beispiel, dass ich mit Personen interagiert habe, die nicht da waren. Gesprochen habe, gelacht habe. Die mir auch Sachen eingeredet haben, wie zum Beispiel beim Einkaufen, dass ich eben noch 2 Bier mitnehmen soll oder so. Sachen, die mich halt dann im Nachhinein noch mehr schädigen. Psychiaterin Dr. Susanne Pechler ist Suchtexpertin. Auch sie sieht mit Sorge, dass immer mehr Patienten wegen Legal Highs bei ihr in Behandlung sind. Es gibt außer den lebensgefährlichen Nebenwirkungen nämlich auch die Gefahr von Depressionen oder auch Psychosen, die abrupt auftreten können. Das ist doch sehr besonders, weil dieser Zustand von 0 auf 100 passiert. Das ist schon eine Besonderheit, dass es so schnell eintritt, dieser schnelle Wirkeintritt. Und es kann natürlich sein, dass diese Psychose, die dann entstanden ist aufgrund der Droge, auch bleibt. Und das ist dann eine Lebenszeitdiagnose. Es gibt also Handlungsbedarf. Wissenschaftlern zufolge sind Legal Highs besonders in Bayern verbreitet. Ein Grund ist, dass illegale Drogen wegen der hohen Polizeipräsenz nicht so leicht verfügbar und teurer sind. Lange gab es kein Gesetz, mit dem man gegen Legal Highs vorgehen konnte. Seit November 2016 ist das anders. Das neue psychoaktive Stoffegesetz, NPSG, verbietet die beiden Hauptstoffgruppen von Legal Highs, synthetische Cannabinoide und Katinone. Obwohl sie gefährlicher sein können, werden Konsumenten nicht strafrechtlich verfolgt. Anders als bei Cannabis, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Legal Highs wie diese stellt Christian Martin vom LKA regelmäßig sicher. Er hofft, dass das Gesetz abschreckt. Also beim klassischen Betäubungsmittel ist es so, dass auch der Erwerb zum Eigenkonsum und der Besitz unter Strafe gestellt sind. Im Vergleich zum NPSG ist der Erwerber, der Konsument straffrei gestellt. Hier ist die Zielrichtung eine ganz deutliche. Wir wollen hier an den Vertrieb, an den Händler, an den Produzenten rangehen. Ob Produzenten neue Substanzen erfinden, die nicht unter das NPSG fallen, oder ob Legal Highs mit dem Verbot verschwinden, darüber sind sich Experten uneinig. Rosi Steffens aber will nie wieder Drogen nehmen. Sie hat einen Entzug gemacht und ist jetzt seit einigen Monaten in der Nachsorge bei Sandra Stenner von der Caritas Ingolstadt. Mit ihrer Hilfe hat es Rosi Steffens geschafft, clean zu bleiben. Und nach einer Therapie kann man dann bei uns eben auch die Nachsorge machen und weiter angebunden bleiben, weil gerade die Zeit nach Therapie oft auch schwierig ist. Man kommt quasi wie von einer Käseglocke raus und muss dann das, was man gelernt hat, alleine umsetzen. Da ist oft jemand, der einen ein bisschen an der Hand nimmt und ein bisschen den Weg zeigt, leichter als ohne. Seit einem Jahr lebt sie schon ohne Drogen. Und sie ist optimistisch, dass das auch so bleibt. Ich bin auch froh, dass ich jetzt nur da bin und dass ich das auch geschafft habe. Rosi Steffens ist bereit für ein neues Leben. Ohne die vermeintlich legalen Drogen. Einmal Trucker sein, in diesem Fall Foodtrucker. Ja. Ist das ein herrliches Gefühl? Ich habe nur leider keinen Führerschein dafür. Ja, das ist echt ein Problem, hätte ich gesagt. Ja, was entgeht mir dadurch? Ja, es ist halt einfach ein tolles Gefühl, mit dem Foodtruck durch die Gegend zu fahren. Du hast eine große Aufmerksamkeit und du hast immer so eine Spaßinteraktion mit den Leuten, die außen rum sind, weil das halt jeder für ein positives Gerät hält und auch immer Hunger kriegt. Ne? Und also, das will ich jetzt erleben, auch als Beifahrer. Ich bin ein ganz guter Beifahrer. Good morning, world, it's a brand new day. Mit den Speisen im Gepäck geht's auf zum Kunden. Auf Hochzeiten, Geburtstagen, Firmen-Events und Wochenmärkten findet man inzwischen Foodtrucks, die rollenden Küchen. Jungs! Wir sind auf der Zielgerade. Jetzt schmeißen wir mal den Grill an. In einer Stunde kommen 150 Gäste. Jetzt müssen wir noch mal richtig Gas geben. Sie denn? Auf geht's, Ferro! Zacki! Wenn es dann in die heiße Phase geht, ist das mehr Anspannung, Vorfreude.
Nein, deshalb machen wir es ja. Ne? Darum geht es irgendwie. Also das ist ja schon eine Art von Erlebnisgastronomie auch. Die schwierigste Art, Gastronomie zu betreiben. In der 10 Quadratmeter kleinen Foodtruck-Küche braucht es ein eingespieltes Team. Man merkt jetzt schon so, wenn so 2, 3, vielleicht auch 4 Leute hier drin stehen, das ist eng. Ja. Wie muss das Essen vorbereitet sein, damit das nachher gut funktioniert? Jeder Handgriff muss einfach sitzen und dann, damit, weil die Leute werden ja auch ungeduldig. Die schauen dir genau auf die Finger. Die wollen dann halt auch einfach, dass es losgeht. Ja? Und dann geht hier die Performance los. Also es ist wirklich so, wie so ein kleines Theater, das man dann hier spielt. Und gleich öffnet sich der Vorhang. Mal sehen, wie ich performe. Wie entsteht eigentlich ein Pups? Die Nachwuchswissenschaftler vom Little Lab wollen das heute herausfinden. Peinlich. Dabei pupsen wir doch alle. Jeder von uns. Bis zu 20 Mal am Tag. Er ist uns peinlich. Der Flatus. Der Wind. Doch das müsste er überhaupt nicht. Zum gewissen Teil ist es eben normal, weil die Verdauung immer durch die Bakterienflora eine gewisse Menge Lebensmittel zu Gasen verdaut. Und das ist eigentlich ein Zeichen der gesunden Ernährung. Wie entsteht er überhaupt, der Pups? Die Kinder von Little Lab in Aubing wollen das herausfinden und bauen dazu einen Modellversuch. Er soll sogar sichtbar werden, der Pups. Ausgangspunkt ist das, was wir essen und trinken. Und das ist er, der Speisebrei. Der gelangt zuerst in den Magen, dann geht es weiter in den Dünndarm und schließlich gelangt der Rest in den Dickdarm. Im Experiment kommen jetzt Hefe und ein bisschen Erde dazu. Im menschlichen Körper verstoffwechseln Millionen von Bakterien die Essensreste. Dabei entstehen Gase. Um das sehen zu können, stülpen die Kinder Luftballons über die Flaschen. Und siehe da, da ist er, der Pups. Pro Verdauungsvorgang entstehen bei einem Erwachsenen bis zu 15 Liter Gase. Wo geht das alles hin? Tatsächlich wird ein Teil der Gase wieder aufgenommen und übers Blut ausgeschieden und zum Teil sogar über die Lunge abgeatmet. Das macht aber keinen schlechten Atem. Es ist nur ein Ausweg. Zum Glück. Nur ein kleiner Teil verlässt den Körper durch die Hintertür. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 Meter pro Sekunde. Doch nicht immer kommt unser Darm damit zurecht, was wir essen. Benjamin Kuhn litt monatelang unter teils heftigen Blähungen. Es war halt immer das Gefühl, also man hat gefühlt wie Luftballon. Also es war immer so ein richtiger aufgeblähter Bauch. Es hat ja teilweise auch wehgetan, es war wie so Bauchkrämpfe gewesen. Erst nach einem halben Jahr traut er sich schließlich zum Arzt. Gastroenterologe Dr. Seidel checkt ihn komplett durch. Ultraschall, Stuhlanalyse und Endoskopie. Denn hinter Blähungen können im schlimmsten Fall Darmtumore, Entzündungen oder Durchblutungsstörungen stecken. Der eine Punkt ist, dass die häufigste Ursache nicht schwerwiegend ist, sondern eine Schieflage der Verdauungstätigkeiten. Auf Herrn Kuhn bezogen war es so, dass wir zum Glück durch die Untersuchungen nichts Schweres gefunden hatten und wir dann sehr früh schon in eine Reizdarmtherapie hineingegangen sind. Dazu gehören probiotische Joghurts und pflanzliche Tropfen, die die Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Außerdem verändert Benjamin Kuhn seine Essgewohnheiten. Ich bin dann mit auftauchender Blähungen einfach mal von diesem Fastfood weggegangen oder von diesen Fertiggerichten hin zu mehr selber kochen. Die Hauptursache für Blähungen ist tatsächlich unser Essen. Zusammen mit Ernährungsexpertin Julia Bollwein machen wir den Check. Was bläht besonders? Gibt wirklich jedes Böhnchen ein Tönchen? Ich würde schon sagen, dass das stimmt, weil gerade Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen und Erbsen enthalten ziemlich viele Ballaststoffe. Die sind nicht so leicht verdaulich und eben dadurch gibt es dann die Blähungen, die dann zu den Tönchen führen. Dieser Mythos stimmt also. Aber wo sind noch Bläher versteckt? Das wären die Zuckeraustauschstoffe, zum Beispiel Xylit, Sorbit oder Maltit. Diese Zuckeraustauschstoffe werden vom Körper nicht aufgenommen, sondern gelangen einfach in den Darm, so wie Ballaststoffe auch, und werden da von den Darmbakterien verstoffwechselt. Und da haben wir dann eben die Blähungen. Auch die 19-jährige Baha Nalchi hatte immer wieder Verdauungsbeschwerden. Erst nach einiger Zeit stellte sie fest, dass sich der Bauch besonders dann aufbläht, wenn sie Cappuccino trinkt. Na,
nach so einer halben Stunde, wenn ich jetzt einen Cappuccino trinke, kriege ich wirklich sehr starke Bauchschmerzen. Das ist dann echt unangenehm. Und im schlimmsten Fall bekomme ich dann sogar halt Diarrhoe, also Durchfall. Bahar geht schließlich zu Dr. Reinhard Burlefinger. Häufig warten Patienten aber zu lange, bis sie sich untersuchen lassen. Insbesondere wenn Symptome dazukommen wie Blutabgang, das ist ein Muss, dass er zum Arzt geht. Wenn die Beschwerden längere Zeit, sprich über Jahre, bestehen, auch dann sollte man natürlich mal klären, was da eigentlich dahinter steckt. Zunächst muss Bahar Nalci eine Lösung mit Milchzucker zu sich nehmen. Dann wird in regelmäßigen Abständen ihr Blutzuckerspiegel gemessen. Zusätzlich wird mit einem speziellen Atemtest überprüft, ob die Laktose im Darm richtig verstoffwechselt wird. Falls nicht, entsteht Wasserstoff und das könnte man messen. Ja, damit haben wir die Diagnose, dass Sie also eine Milchzuckerunverträglichkeit haben. Das heißt ganz einfach, dass der Milchzucker, den Sie zu sich nehmen, bei Ihnen nicht gespalten wird im Dünndarm und dann eben weitergeht, unresorbiert in den Dickdarm. Und das macht eben die Probleme dann. Die Bauchschmerzen und Blähungen hatte Bahar also, weil ihr ein Enzym fehlt und sie deshalb Laktose, also Milchzucker, nicht verträgt. Klar, es ändert sich was im Leben. Man muss darauf achten, dass man immer, wenn man zur Cafeteria geht, sagt, bitte laktosefrei, was man früher nicht gemacht hat. Zurück im Little Lab und dem Verdauungsexperiment. Der Ballon füllt sich immer mehr. Welche Gase entweichen uns da genau? Amerikanische Forscher haben die Darmwinde im Labor untersucht. Das reinste Gasgemisch. 60% Stickstoff, 20% Wasserstoff, 15% Kohlendioxid, 4% Sauerstoff, 1% Schwefelwasserstoff. Und erst dieses 1% macht einen Pups zum Stinker. Der Rest ist geruchlos. Besonders intensiv wird die Abluft vor allem durch Lauch, Eier und Zwiebeln. Und sollten Sie doch einmal Zwiebelsuppe vor dem Konzert gegessen haben, dann ist laut Knigge Schweigen die richtige Reaktion. Es ist Mittagszeit, der Grill heiß und wir so weit, oder? Ja. Auf geht's, legen wir los, die Gäste kommen. Die Ochsenfetzensemmeln und das Kichererbsencurry sind bereit für die Ausgabe. 220 Tage im Jahr sind die Ringlers mit dem Foodtruck unterwegs. Martin, welcher ist für dich immer so der kostbarste Moment? Ja, der Moment, wenn es losgeht, ja, wenn sozusagen alle Vorbereitung dann vorbei ist und dann geht es darum zu performen. Ja. Jetzt schauen wir da raus, hier, was? Ist doch geil, oder? 30 Meter Schlange vom Truck. Grinsende Gesichter. Ja, komm, wir haben Hunger jetzt hier. Ja. Und das Streetfood scheint bei den Gästen gut anzukommen, oder? Schmeckt's euch? Ja! Das war aber eindeutig. Ja! Wenn Sie jetzt diesen Foodtruck und das besondere Essen mit einer normalen Currywurstbude vergleichen, wer gewinnt denn? Kein Vergleich. Das ist kein Vergleich. Das ist natürlich viel besser hier. Es ist frisch. Mhm. Das ist das Beste, weil es ganz frisch gemacht wird. Die habe ich heute Morgen selber mit zubereitet. Ach, ehrlich? Ja. Ah, okay. Schmeckt man das, dass das so besonders natürlich, viel Liebe? Ja, mhm. Auf jeden Fall. 1A. Also dieses vegetarische Gericht, das war super nussig. Frische Zutaten. Gerade wenn man arbeitet, ist, denke ich, ein gesunder Ausgleich auch wichtig und dass man sich gesund ernährt. Und von daher ist es was Schönes, auch mal eine gelungene Abwechslung heute. Geschafft! Respekt, war gut. Haben wir gut gemacht. Stark, starke Leistung. Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn du mal einen Job brauchst, kommst du vorbei. Ne? Ja, aber jetzt habe ich da noch einen lecker Curry für dich. Das haben wir verdient. Auf jeden Fall. Gute Zeit. Danke euch. Wow, was ein aufregender Tag im Foodtruck. Und ich bin begeistert, wie abwechslungsreich und lecker man in so einer kleinen, rollenden PS-Küche kochen kann. Jetzt habe ich mir selber was zu essen verdient und sage, bis zum nächsten Mal bei Gesundheit.